Ich glaube, dass einfach die persönliche Ebene sehr gut gepasst hat. Ich habe ein sehr angenehmes Bewerbungsgespräch gehabt. Und ich glaube einfach, dass ich sehr authentisch aufgetreten bin. Ich habe den Job bei Billa als Regionalmanager bekommen, weil ich mir in meiner Zeit als Marktmanager ein hohes Maß an unternehmerischem Denken und Handeln und die nötige Empathie im Umgang mit Mitarbeitern angeeignet habe. Es ist von Vorteil, wenn man eine Billa-Pur-Karriere starten möchte, dass man eine Lehre im Einzelhandel absolviert hat, muss aber nicht dringend notwendig sein. Quereinsteiger haben genauso eine Chance. Und ich bin nur gelernter Verkäufer und habe es zur Abteilungsleitung geschafft. Ich denke, dass es bei mir, bei meiner Position von Vorteil war, dass ich das Bachelorstudium Kommunikationswirtschaft abgeschlossen habe, weil mir das einfach jetzt im Beruf sehr viel bringt. Und zusätzlich mache ich nebenbei momentan noch berufsbegleitend das Masterstudium Unternehmensführung. Um bei Billa den Job ausüben zu können, wäre von Vorteil eine Affinität für Lebensmittel, idealerweise Erfahrung im Einzelhandel mitzubringen und auch Erfahrung im Umgang mit den Kunden. Um beim Billa arbeiten zu können, ist es notwendig, dass man freundlich ist, Spaß an der Arbeit hat, motiviert ist, flexibel ist, weil dann funktioniert es auch komplett im Team.